Freunde, Odyssey im Auftrag des Königs geht wieder weiter. Ja, ich befinde mich hier mitten im Farndickicht unter Fichtendickicht und wir haben hier schon einigermaßen erfolgreich ein paar Scavies getötet und möchte mal wissen, wo es hier eigentlich lang geht. Soll ich mal wieder hier meinen Bogen laden? Gucken, ob hier irgendwas sich verbirgt. Ich muss mal eben husten. Sorry. Ja, das ist menschlich. Hier so ein tiefer Graben. Kann das sein, dass ich hier Stecke deit? Ein Baumstamm. Ja, schön. Okay, dann geht das hier ganz fies runter. Gucken wir mal hier weiter. Ob es irgendwelche seltenen Kräuter gibt. Nein. Aha, ein Blick auf die. Auf den Turmstrand. Ach ja, okidoki. Weiß ich, wo wir sind. Und lass uns mal hier ein bisschen entlang hoppeln. Nee. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob mal hier wirklich mal was gesetzt worden ist an Sachen. Oh, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Irgendeine heisere Stimme. Irgendwas mit Schattenläufer. Kann das sein? Wo ist er denn? Komisch. Ist doch hier irgendwo. Nein. Einen den Schattenläufer gehört zu haben. Der versteckt sich bestimmt dahinter. Ja, da ist er. Ja. Ah. Den brauche ich, glaube ich, brauche den gar nicht. Irgendwie brauche ich gar nicht, ne? Soll ich das mal versuchen? Ey, das war so klar, ey. Das war so klar. Ups. Ja, schlafende Schattenläufer soll man nicht wecken. Das Sprichwort so gut heißt. Da werden wir hier in dem vorderen Bereich vor dem Felsen noch ein bisschen hier gucken, ob es was gibt. Ja, hier noch irgendein Gewächs gesehen zu haben, wobei. Wo ist er denn hin? Bin ich jetzt? Er ist beim Neuladen irgendwie hier links runter, aber. Okay. Truhe. Eine Truhe, liebe Leute. Truhe des Schattenläufers mit jämmerlichen 20 Pfeilen. Nee, nicht so gut. Lass mich kaputt. Okay, hier war nichts. So, jetzt rum. Ja, dann hat der Schattenläufer jetzt wohl das Zeitliche gesegnet. Und auch die Erfahrungspunkte dazu. Es kann sein, dass später der noch mal hierher gespawnt wird und ich dann Glück habe. Man weiß es nicht. Ja, es ist ja eine felsige Insel. Die ist so felsig, da erschrecken sich selbst hier die Monster. Wir dürfen keinen Schritt zu viel machen, dann sind sie gleich weg. Okay, ja, wie kommen wir jetzt hier wohl dran vorbei? An diesem Beiß? Beißgreif? Beißer? Nee, da ist. Was ist denn das? Das ist immer noch ein. Gavinger. Ja. Da. Grauer. Oh, Alter, hat eine Reichweite. Bist du bekloppt? Er hat eine Reichweite. Oh. Mal hoch. Nein, 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 nein. Nicht hochkommen. Irgendwo hängen bleiben, runterfallen. Das ist mir lieber. Mein Gott, der hat's gemacht.
Oh, weia. Ja, so sieht er aus, ne? Grauer Beißer, voller Tollwut, auf mich zurennend. Okay. Ja, und dann die KI ausnutzen oder die dumme KI? Ich sag ja immer, KI gibt's nicht, künstliche Intelligenz. Ja. Effektor, okay. Der haut der Beißer da runter, da. Also, er hat sich ganz schön in den Felsen gebissen. Waldskevies. Ja, okay, da gibt auf jeden Fall was zu tun, wenn ich wieder auf Tamora bin. Ich bin ja auf Tamora, aber in der Stadt Tamora. Hier gibt's... Nee, grauer Beißer. Ah, der hat mich natürlich nicht gewittert, weil er nämlich da beschäftigt ist mit Essen. Ah, das ist doch mal klar. Oh! Willst du wohl abhauen? So, dann versuche ich mal mein Glück, indem ich das Ganze wieder so mache, wie ich es gemacht habe. Endo. Zeichen auf. Nein. Jesus Christ sake. Ja, meine Tränke gehen auch in Bach runter. Nee, besser gesagt in Hals. Ah, ich war die Tage ein bisschen krank, deswegen habe ich die letzten Let's Plays nicht so, ja, ein bisschen angeschlagen gespielt. So, auch der Beißer, der hat sich mal verbissen irgendwo. Oh, Feuertjes, Nesseltjes. Die Folge davor, die musste ich schneiden, also das war ein bisschen hakelig, weil ich... Oh! Noch einer. Die war ein bisschen hakelig. Darf ich bloß nicht hängen bleiben. Genau. Und Waffe zücken und gucken. Ja schon. Nee. Tja, shit. So Leute, es hilft alles nichts. Ich muss mal wieder in die Tamora-Stadt. Spät haben wir es. 16.13 Uhr. Ich brauche auf alle Fälle Eile. Ja, und wo kann ich ein Holz sägen? Hier kann ich es nicht. Wo war ein Holzsägen? Das ging, glaube ich, nur auf dem Schiff. Naja, okay, auf jeden Fall. Moment mal, was war denn? Achso, geschärft. Ja, natürlich. So 10 Pfeile herstellen. So, dann wollen wir mal auf zum Bettenkauf. Nein. Erstmal ein bisschen was kochen. Alles Fleisch braten. Oh, das ist nicht viel, das sind nur 17. Gibt's hier einen Magier, aber nur in der Burg. Mist. Gut, dann geht's jetzt erstmal runter mit den beiden Jägern. Das werde ich hier an der Stelle auch raffen. Oh yeah. Da hinten ist Licht. Okay, hier hatten wir wieder die wilden Bienen. Okay. Oh, hallo. Da ist mal ein bisschen Unterschlupf suchen. Und mal ein bisschen schlafen. Mit uns erholen. Das ist hier heute. Wo sind die beiden? Oh, hier glaube ich war nichts mehr. Hans und Markus, genau richtig. Hey du,
Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Das ist gut. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Zeig mir deine Ware. Ja, okay. 10 Gold. Mit 10 Gold brauche ich gar nichts an. Ja, also, es geht darum, dass wir uns da hinten irgendwo bei diesen komischen Wölken mal einen Ulmenbogen besorgen sollten. Soweit ich das weiß, war es doch die Richtung, oder? Ja, jetzt finden wir den Ulmenbogen, hoffe ich doch mal. Und auch ein Tipp aus dem Kanal von mir. Ich soll doch mal hier eine Angstspruchrolle nehmen, falls mir die Wölfe zu nahe kommen, damit sie weglaufen. Damit ich ungefähr eine Chance habe. Eventuell eine Chance habe, okay. Wenn ich mal hier... Hier, da sind so wilde Wölfe. Oh, da hinten ist noch so ein Bienenkram. Oh. Jetzt Angst machen. Und jetzt? Haben sie Angst? Nö, irgendwie haben sie keine Angst. Oh ja, wir haben Bienenwaben. Nö, klappt nicht mit der Angst, oder? Mist. Manno. Manno, irgendwo muss doch der Wabenhain sein. Wabenhain sag ich schon. Der Ulmenbogen sein. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, die haben keine Angst. Also funktioniert der Angstspruch nicht. Oh, noch eine Ratte dazu. Klasse. Und irgendwo muss auch dieser Bogen sein. Ach, Wallenstein. Hier. Oh, nee. Sieht lustig aus. Der sich hier wieder den Fleischwolf dreht. Ah, es ist gut, wenn man die so ein bisschen ablenkt, damit sie hier... Damit hier das... Ah, das ist auch eine gute Idee. Da war er. Okay, die sind beschäftigt. Angstspruchrolle hat nicht geklappt. Den Ulmbogen habe ich. Perfekt. Okay, dann hätte ich mir die Angstspruchrolle sparen können. Und zurück. Zum Hans, ne? Ja. Hier hast du deinen Bogen. Ah, wunderbar, das ist er ja. Vielen Dank, Fremder. Und was ist mit dem Paket? Bekomme ich es jetzt oder nicht? Aber natürlich. Hier hast du es. Sehr schön. Da kann mir sogar beibringen, wie man jagt. Bring mir das Gerben von Fellen bei. Hallöchen. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Wenn du die nötige Erfahrung mitbringst, warum nicht? Allerdings kostet dich das eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch von etwas leben. Na hör mal. Wenn ich nicht deinen Bogen gefunden hätte, könntest du gar nicht mehr jagen. Ah, da ist was Wahres dran. Na schön, dann eben umsonst. Umsonst? Zeig mir, wie man jagt. Das ist ja cool. Na, umsonst, okay, also keine Goldstücke, aber schon mal gut. Die Schleiche, Herz nehmen, Zähne reißen, Blutfliegenstacheln, na super, Klauen hacken und Horn des Schattenläufers. Das ist gut. Doch wir werden jetzt zurück zu Finko. Erstmal gucken. Erfüllt Hans und sein Ohr. Ja, wunderbar. Also zurück nach Tamimomi. Ach, muss ich wieder was mampfen. Einmal Mana-mäßiges. Wo haben wir denn unsere Kräuterches? Na. Lauflieder da. Ich glaube, das reicht schon, ne? Okay, das wird wohl reichen. Jetzt ist mein Spruch wieder deaktiviert. Ach, ich bin viel zu aufgeregt. Ne, ist doch die 4, okay. Drücke ich. Achso, falsche Taste. Shift-Lock war noch gedrückt. Perfektor. Sodele, Finko. Hey du! Ich habe deine Pakete. Sehr gut, gib sie mir. Hier hast du sie. Ja, dann werden wir mal die Pakete geben. Das wird meine Geschäfte wieder ankurbeln. Vielen Dank, Fremder. Wie sieht's aus? Bekomme ich auch eine Belohnung? Genau. Aber natürlich, hier hast du 20 Goldstücke. Versauf sie aber gleich nicht.
Oh, danke. Na toll. Dachte eigentlich an etwas mehr. Ja, dachte ich auch. Wieso mehr? Das war ein einfacher Job. Meinst, ich gebe dir dafür gleich 500 oder was? Was ist denn das für ein Heinz? Hey du. Es ist ja nicht zu fassen. Ich glaube, den muss ich irgendwann mal in der nächsten Folge umnieten. Also bis dahin, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und ich sage einfach Tschüss und verabschiede mich und wünsche einen schönen Tag. Ciao.